Das Leben im äthiopischen Tiefland war schon immer eine Herausforderung. Jahrhundertelang hatten die Menschen sich nahezu perfekt an die Bedingungen des Landes, das sie ernährte, angepasst. Heute steht dieses fragile Gleichgewicht massiv unter Druck. Durch eine schnell wachsende Bevölkerung, die Übernutzung von Land und Vegetation und durch die Auswirkungen des Klimawandels. Was vor 30 Jahren noch fruchtbares Weideland war, ist heute zu trockenem und kargem Land verkommen. Von Jahr zu Jahr wird die Regenzeit unregelmäßiger und weniger berechenbar. Und wenn der Regen endlich kommt, ist die Gefahr von Überschwemmungen groß. Der Klimawandel ist mittlerweile zu einer lebensbedrohlichen Herausforderung geworden. Und um Nahrung und Wasser zu finden, müssen die AgropastoralistInnen immer größere Entfernungen zurücklegen. Als Antwort auf diese Herausforderungen startete die GIZ 2013 im Auftrag des BMZ, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, gemeinsam mit der äthiopischen Regierung ein Pilotprojekt, um das betroffene Tiefland der Afar-Region wiederzubeleben. In der Sahelregion in Westafrika wurden bereits erfolgreich Ableitungswehre errichtet. Sie nutzen Sturzfluten und die darin enthaltenen Sedimente, um ausgetrocknete Täler wieder fruchtbar zu machen. Das Konzept der Sanierung und produktiven Nutzung degradierter Flächen stellt ausgetrocknete Täler in Äthiopien als Gesamtsystem wieder her. Dazu wird eine Reihe von Ableitungswehren in den Flussbetten gebaut, die das Wasser aus den Überschwemmungen großflächig verteilen. Sie halten Wasser und fruchtbares Sediment zurück, verringern die Erosion und ermöglichen es so, zuvor unfruchtbares Land wieder für die Landwirtschaft zu erschließen. እንግዲህ አሁን እየጀመርናቸው ያሉት የኮንሰርቬሽን ስራዎቻችን ጥቅማቸው ልብ ብለን ከሆነ ምንድነው ይሆን ያለው? ጎርፍን ወደ ልማት ለመቀየር ጎርፍን ማገጃ ኤሪያዎችን ተመልሰው ወደ መሬቶቻችን ወደ ባለ መሬቶቻችን እንዲያሳፉ እየተደረገ አከምነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀስ በቀስ ውሃውን የሚሸከም ውሃን መመጠጥ የሚችል አካባቢዎች እየፈጠረ ስለመጣል ጎርፍ ይቀንሳል። ጎርፍ ቀነሰ ማለት ማለት ነው። ተመልሶ ራቁቶ የነበረ መሬት ዳግም ይሰራራል። ዳግም አንሰራራ ማለት ማህበረሰብ ወደ እርሻ ይገባል። ዳግም ጎርፍ አደጋ እንዳይመጣ እድል ፈጠረ ማለት ነው። አባሮ ካደ ዶርት ልክሱክታ ዶርት ይታላል አሁን ኪስታን ናርሱክቲ አዳ ሀይ ይሄ ወካይ ደታ ሀይ ይሄ ሂሮሪስ ሄዋ ቡላዒ ተንበግሚ ካላና ተንገሂ ወደሉክ መራዒና ተንበግሚ ቶሁ ሰርዓይሶ ላኩ ቢልካድ ወ ቡላዒ ሀደታይ Der Anbau von Nutzpflanzen und Futtermitteln für ihr Vieh ist für die agropastoralen Gemeinschaften neu. Das Konzept der Sanierung und produktiven Nutzung degradierter Flächen in Trockentälern wird an örtliche Gegebenheiten angepasst und berücksichtigt die Landschaft sowie die Lebensgrundlagen der AgropastoralistInnen. Ein Ansatz, der mit den betroffenen Gemeinschaften und in Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen auf Regierungsseite erfolgreich erprobt wurde. አሁን ነው እዚህ ወደ 15 ዓመት ይሆናል ወደ ልማት እጁ ማስገባት ጀምሮና ከእንስሳት ውጭ ምን ማያስብም ነበር። አሁን ግን ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ምን ነው እያለማ እኮ ይሸጥ ነው ያለው። አርብቶ አደሩ ፍሩት እያለማ ይሸጥ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ የመሬት ፈርቲሊቲ መቀየር ህይወት መሆን ያውቃል። Agropastorale Gemeinschaften und lokale Regierungsorganisationen haben mit Unterstützung durch die GIZ gemeinsam einen vielversprechenden Weg gefunden, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen und eine bessere Zukunft zu sichern.